It's the most wonderful place. The friendly streets of Nuketown. Das Finden aller Sternkerne in Nuka World kann ein ziemlich großes Problem darstellen, vor allem wenn man im Nachhinein nicht mehr weiß, welchen Sternkern man bereits genommen hat und welchen noch nicht, weil einem dann auch kein Guide mehr so wirklich weiterhelfen kann. Deswegen zeige ich euch jetzt einen relativ einfachen, wenn auch ein bisschen zeitaufwendigen Trick, mit dem ihr unendlich Sternkerne euch beschaffen könnt. Und dazu reisen wir erst einmal zum Nuka World Schrottplatz. Der befindet sich hier im Eck unten so ziemlich, also südwestlich auf der Karte. Und dort findet ihr im oberen Stockwerk der Scheune, die neben dem Schrottplatz steht, einen dieser Sternkerne. So, den nehmen wir jetzt hier mal raus. Jetzt kommt der langwierige Teil. Wir reisen jetzt irgendwo hin, wo es Stühlen oder Betten gibt. Ich reise dafür mal hier in die Nuka World Red Rocket Station, was gerade nicht geht, weil Feinde in der Nähe sind. Kleinen Moment. So, jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. So, und hier angekommen warten wir jetzt ganz einfach 7 Tage. Das ist jetzt der etwas nervige Teil von dem Ganzen, aber es lohnt sich, wenn man Sternkerne braucht. So, ich habe jetzt, glaube ich, versehentlich 8 Tage gewartet, 7 dürften aber vollkommen ausreichen. Und nun reisen wir wieder zurück zu eben dieser Schrottplatzstelle. So, und siehe da, der Gegner ist wieder hier. Und die Location ist wieder resettet, so wie man es annehmen würde. Allerdings sollten eigentlich Sternkerne nicht wiederhergestellt werden, so wie viele anderen seltenen Items. Allerdings hat dieser eine Sternkern einen Bug, denn dieser regeneriert sich wieder. Das heißt, alle 7 Tage könnt ihr euch hier einen Sternkern holen. Das Ganze ist zwar immer noch etwas zeitaufwendig, wenn euch aber wirklich nur noch eine Handvoll Sternkerne fehlen und ihr habt keine Ahnung, wo ihr welche übersehen habt, Guide hin oder her, dann ist das, glaube ich, der schnellste Weg, um an die fehlenden Sternkerne zu kommen. Wenn euch das Ganze immer noch nicht schnell genug geht oder ihr die Quantum Power Rüstung einfach nur schon am Anfang des DLCs haben wollt, also bevor ihr den Strom angemacht habt, gibt es auch dafür eine relativ einfache Lösung. Ihr braucht dazu einfach nur einen beliebigen Power Frame, so wie den hier, am besten ohne Teile, und ihr müsst in die Third Person wechseln. Dazu stellt ihr euch einfach so nah es geht an die Wand, durch die ihr durch wollt, also dieser Glaskasten hier. Dann steigt ihr aus der Powerrüstung aus und so schnell es geht, sofort wieder ein. Wie ihr seht, sind wir durch das Glas hindurch gestiegen und nun können wir einfach Powerrüstung wechseln. Ihr lasst dann diesen Frame hier drin zurück, also nehmt wie gesagt einen, der an dem euch nicht viel liegt, und schon könnt ihr die Quantum Power Rüstung nehmen. Und euch einfach an eine beliebige andere Location teleportieren. Und schon habt ihr die Power Rüstung. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem kleinen Video etwas weiterhelfen und ihr kommt jetzt schneller an die Rüstung, die ihr gerne hättet. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann bitte vergesst nicht, es zu liken und abonniert doch vielleicht den Kanal, wenn ihr wollt. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut, bis dann. Ciao.